Moin und herzlich willkommen zum ersten Video Kochst vegan mit ohne. Ja, ihr habt mir eine ganze Menge Vorschläge geschickt und ich habe gedacht, zu Anfang mache ich erstmal was Einfaches. Und zwar haben sich gleich zwei von euch ein Salatdressing ohne Öl gewünscht. Und da das jetzt auch gerade gut in den Sommer passt, dachte ich, ja, mache ich das gleich mal als erstes. Und da sich das gleich zwei von euch gewünscht haben, mache ich auch gleich zwei Dressings. Und zwar einmal ein Spinat-Senf-Dressing und einmal ein Tomaten-Knoblauch-Dressing. Die Mengen in den Rezepten habe ich noch nicht so wirklich ausprobiert. Das ist bei Dressings aber auch nicht so schlimm, da man da ja auch sehr viel improvisieren kann und nicht so unbedingt hundertprozentig auf die einzelnen Mengenangaben achten muss. Das ist halt auch viel Geschmacksfrage. Und ihr könnt auch sehr viel variieren. Zum Beispiel könnt ihr statt Spinat auch Kresse nehmen oder statt Tomaten zum Beispiel könnt ihr auch Paprika verwenden. Okay, los geht's. So, für das Tomaten-Knoblauch-Dressing brauchen wir natürlich erstmal Tomaten. Ich habe hier drei Stück. Das sind ungefähr 250 Gramm. Da schneide ich jetzt erstmal die Blüten raus und gebe sie einfach in den Mixer. Außerdem habe ich hier noch drei getrocknete Aprikosen, um einfach die Säure der Tomate ein kleines bisschen auszugleichen. Und außerdem zwei Knoblauchzehen. Da könnt ihr jetzt wirklich nach eurem Geschmack handeln, wie viel ihr da rein haben möchtet. Ihr könnt es halt noch intensiver machen oder einfach noch ein bisschen weniger nehmen. Dann kommt noch dazu ein Esslöffel Kürbiskerne und zwei Esslöffel Sonnenblumenkerne. Ein Esslöffel Apfelessig. Dann gebe ich jetzt noch 300 ml Soja-Reismilch dazu. Wenn ihr das gerne ohne Soja haben möchtet, könnt ihr auch ganz einfach Wasser nehmen. Ich möchte jetzt halt auch ein bisschen den leicht süßlichen Geschmack von der Reismilch im Dressing haben. Außerdem Salz, einen Teelöffel ungefähr. Außerdem gebe ich jetzt noch eine Hand frischen Basilikum dazu. Wenn ihr jetzt keinen frischen zu Hause habt, dann geht natürlich auch ganz einfach getrockneter. So, und das wird jetzt ganz einfach schön fein gemixt. So, das waren jetzt nur ungefähr 30 Sekunden gemixt in einem Hochleistungsmixer. Wenn ihr jetzt einen schwächeren Mixer zu Hause habt oder halt nur einen Pürierstab, dann geht es auf jeden Fall genauso. Allerdings werden dann wahrscheinlich ein paar Stückchen drin sein, aber ich denke mal, das wird im Salat ja nicht so wirklich stören. So, ich mache jetzt nochmal kurz einen halben Teelöffel Salz nach. Das war nämlich ein bisschen wenig auf die Menge, aber wie gesagt, wie viel Salz ihr da reinmacht, könnt ihr auch ganz einfach selber abschmecken. Ich bereite mir meine Dressings übrigens immer im Sommer ein bisschen vor, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich Salat essen möchte, erstmal ein Dressing machen muss. Deswegen mache ich immer ein kleines bisschen mehr und fülle das dann einfach in solche Flaschen, die in den Kühlschrank kommen. Und das hält dann durchaus eine Woche. Das einzige Problem ist halt, dass die Dressings dann immer so ein bisschen absetzen. Aber ja, die müsst ihr dann kurz vorher einfach nochmal ein bisschen durchschütteln und dann geht das auch wieder. So, dann geht es an das Spinat-Senf-Dressing. Dafür braucht ihr natürlich erstmal Spinat. Ich habe hier ungefähr 100 Gramm. Dann gebe ich noch drei Datteln dazu. Dann einen Teelöffel Senf. Ich habe jetzt hier sehr scharfen Senf, deswegen nehme ich auch nur einen Teelöffel. Wenn ihr jetzt mittelscharfen oder milden Senf habt, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr nehmen. Ansonsten wird das, denke ich, einfach zu stark hervorstechen. Dann gebe ich noch drei Esslöffel Cashewkerne dazu. Das sind ungefähr 50 Gramm. Außerdem wieder 1 bis 1,5 Teelöffel Salz und 300 ml Wasser. Auch hier könnt ihr, wenn ihr wollt, wieder Sojamilch nehmen oder Soja-Reisdrink oder nur Reisdrink. Genauso könnt ihr auch ein bisschen weniger Wasser nehmen und etwas Sojasahne, um das Ganze noch ein bisschen cremiger zu machen. Aber ja, in diesem Fall werde ich jetzt einfach mal nur Wasser verwenden. So, und jetzt das Ganze wieder schön fein mixen. Ja, den Esslöffel Apfelessig wollte ich noch reinmachen, den habe ich jetzt vergessen. Den mixe ich jetzt nochmal schnell unter. Ja, und schon habt ihr ein wunderbar grünes Spinat-Senf-Dressing. Ja, und schon habt ihr zwei einfache Dressings, die ihr ganz leicht auf Vorrat machen könnt. Und wenn ihr das Tomatendressing noch ein bisschen mehr nach Tomate aussehen lassen wollt, dann geht immer noch ein bisschen mehr Tomatenmark rein, denn mit frischen Tomaten wird das nie so richtig rot.
Außerdem wird es dann auch noch ein bisschen intensiver. So, wir probieren werden jetzt mal erstmal das Tomaten-Knoblauch-Dressing. Das schmeckt richtig schön nach Knoblauch und so richtig intensiv. Ja, für meinen Geschmack könnte es auch noch ein bisschen mehr Knoblauch sein, aber ich denke mal, dass das für die meisten genug sein wird. Dieses Dressing setzt sich leider besonders schnell ab. Das merkt ihr auch, wenn ihr es einfach auf Salat gebt. Nach ungefähr 1-2 Minuten seht ihr schon die leichten Krümel. Aber das ist wirklich nur optisch. Wenn ihr das probiert, dann ja, schmeckt es richtig schön cremig. Und das Spinat-Senf-Dressing. Ja, ich finde, mehr Senf hätte wirklich nicht sein dürfen. Zumindest nicht von dem scharfen Senf, den ich habe. Denn ja, das ist schon wirklich ziemlich intensiv. Ja, da das Dressing grün ist, macht es jetzt natürlich nicht so wirklich gut auf grünen Blattsalaten, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Zumindest nicht, was die farbliche Vielfalt betrifft. Aber ihr könnt das auch für alle anderen Salate nehmen, zum Beispiel für einen Tomatensalat. Also einfach ein paar Tomaten in Scheiben oder in Keile schneiden und dann kurz vorm Servieren einmal schön dieses Dressing drüber. Ist auf jeden Fall auch sehr lecker und sieht dann auch farblich ein bisschen besser aus. Und auch so könnt ihr die beiden Dressings für ganz viele Sachen verwenden. Zum Beispiel für Backkartoffeln als Dip oder wenn ihr mal ganz schnell sein müsst und euch nur ein bisschen Reis kocht und das einfach als Soße dazu nehmt, dann geht das auch prima. Das heißt, es ist wirklich nicht nur für Salat gedacht, sondern ja, vielseitig einsetzbar. Die Methode mit den Flaschen macht sich übrigens auch super, wenn ihr im Garten grillen wollt, da sie sich natürlich so viel einfacher transportieren lassen. Und im Garten könnt ihr dann direkt euren frischen Salat ernten und mit diesem schönen Dressing übergießen. Und deswegen ist dieses Video auch wieder Teil der veganen Grill-Playlist. Den Link dazu findet ihr in der Endcard oder ganz einfach unter dem Video. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Dressing vorbereiten und beim Salat genießen. Und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!